So, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part. Vielleicht kann ich irgendwo einsteigen, aber ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Mit das Fenster auf jeden Fall. Also. Als was? Als Einbrecher? Als Spider-Man? Wir wissen das nicht. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Also meine Stauballergie wieder hier brutal kicken, ey. Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Naja. Ist ja noch Licht an. Roxxon-ID von Ella Sterling. Aber das ist ein Foto von Finn. Was ist, wenn dieser Laden ist von... Oder Tinkerer. Irgendwelche Medikamente. Irgendetwas ist dahinter. Ja, das ist ein Geheimbereich, okay. Mann. Das ist ein Geheim. Finn steckt hinter der Underground-Ausrüstung. Videodatei. Von vor 6 Monaten. Watch my 9mm go bang. Rick war einfach krank und deswegen mussten sie das so machen. Und Krieger tut so, als wäre es nicht das Nuform. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen. Vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern. Dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben Sie keinen Plan, wie Nuform funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle. Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Okay. Da ist noch ein Video. Da sieht sie ja immer traurig aus. Verdammt! Keine Uploads! Das Handy war wohl kaputt. Das hier ist nicht umsonst gewesen. Ja, glaube ich auch nicht. Ich verspreche's, Rick. Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber... Das nur vom Projekt hat sie gestoppt. Der letzte Standort ihres Handys. Wenn ich es aufspüre. Oh no. Komm schon, sei unsichtbar, sei unsichtbar. Ah, Mist. Komm schon. Er ist hier. So verschwinden kann, hat sie aufgescheucht. Wenn sich die Scharfschützen beruhigt haben, kann ich von oben angreifen. Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Ja. Hey, komm raus und kämpfe, du Hochstapler! Ich dachte, er sagt Hurensohn, aber okay. Aber nur einzeln. Ah. Okay. Die ist aber direkt neben ihm gestorben und der hat sich nichts dabei gedacht. Das sind ja noch mehr.
Leute, aufpassen! Hier ist jemand! Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Okay, dann box mal. Und Finisher. Da unten ist einer. Oh, da Feind. Okay, zurück zu dem Computer. Wenn ich Finns Handy finde, erfahre ich vielleicht, was Rick zugestoßen ist. Und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. Ja, wie gesagt, standardmäßig, Alter. Die wollten es halt aufhalten und dann ist halt was schiefgelaufen. Und sie rächt sich jetzt natürlich wieder. Roxxon Forschungslabore. Das gesamte Nu vom Projekt seinen Lauf. Also diese Roxxon-Einrichtung, Alter, ist im, ist einfach wie Oscorp irgendwie. Ich habe gerade einen Einstieg gefunden. War das doch ein Laser dahinter, oder? Der Schacht ist mit Hochspannung gesichert. Wo kommt die Energie her? Ich muss ihn deaktivieren. Ach, toll. Genau dahinter. Ist der... So. Boxt, Alter. Denk dran, er kann unsichtbar sein. Oh, danke für den Hinweis. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, Mann. Da war doch was. Das sind Netze, Alarm! Warum stehen wir denn ganz in Gefahr, wenn... Moment, was? Ach, box ich jetzt so, Mann. Ah, lass sie finishen. Okay. Wie komme ich da jetzt rein? Ah. Ah, meine einfachen Versuche haben nicht funktioniert. Ist logischer. Das Absorbieren der Energie hat den Generatoralarm gelegt. Es hat echt geklappt. Ich bin drin. Gehen wir da weiter. In ein schwer bewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders. Ich sollte zu Hause sein, schlafen, haufenweise Videospiele zocken und viele Weihnachtsplätzchen. Ja, beschreibt aber unseren... Wo lang? Mein Winterurlaub, Alter. Warum sollte ich mich fallen lassen? Okay. Laut Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Wie sich die Netze so ein bisschen bewegen. Oder sie bewegen sich auch, wenn kein Wind ist. Mhm. Jemand ist durch das äußere Lüftungssystem eingedrungen. Wenn es der Underground ist, töten. Spider-Man oder Tinkerer, festnehmen. Verstanden, Sir. Es ist mit Verstärkung. Okay. Gut vorbeigeschlichen. Der Brawler. Das ist so lustig. Verdammt, Miles. Für einen Handfling. Ganz schön hart. Onkel Aaron? Du bist der Prowler? Ha. Dad hatte eine Akte über dich.
Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Roxxon gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an. Wenn wir geschnappt werden, dann hilf mir. Ah, störrisch wie dein Vater. Aber stärker. Okay, aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen. Setz sie ein, wenn es eng wird. Nicht schnappen lassen. Okay. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Wie hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentrier dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernzünderminen. Was ist mit den Kameras los? Wieder Stromausfall? Nein, das war in Harlem. Rhino hat das ganze Kram drauf. Also, wonach suchst du genau? Oh lol, Alter. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Dann gehe ich da jetzt hin. Aber da gibt's jetzt nichts mehr, oder? Ich wusste, ich schaffe das. In dem Raum müsste ein Schacht sein. Führt zu einem Labor, dann zum Reaktor. Du vom Reaktor? Laut diesen Bauplänen, ja. Ja, aber dann müsste er wieder aufmachen, oder? Okay. Ich dachte, es gäbe da noch diese Sicherheitsnetze. Hey, wo ist das Nuform, das ich wollte? Oh, wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben. Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich Schnauze! Halten können... Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden. Aber jetzt würden Sie mir wirklich helfen, wenn Sie zurück ins Labor gehen und Ihren Job machen. Warum sind eigentlich immer die Leute, die auch so brutal viel Macht haben, immer die größten Arschlöcher? Krieger hat Zeitdruck. Wirst du mir sagen, wessen Handy du eigentlich suchst? Tinkerers. Wirst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Um dich zu schützen. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Ja. Machen wir weiter. Scheint sicher zu sein. Du bist fast beim Reaktor-Prototyp. Da haben wir zwei. Jetzt ist es zweit hin. Gut, Hübschen. Ja, da ich sehe nichts mehr. Sehr schön. Danke. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du es öffnen. Probieren wir es mal. Moment. Es gibt weitere Labore in der Stadt. Und in jedem ist ein Nuform-Reaktor. Nuform hat Rick krank gemacht. Ich muss sie abschalten. Aber da kriegt man nur Technikteile, glaube ich, oder? Konzentration. Hol das Handy und dann weg hier. Der Reaktor ist unten. Er versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Und den schalten wir so aus, ganz leise, und den machen wir. Den können wir so ausschalten. Hi Genki, ich wollte nur hören, ob du verletzt bist oder. Naja, tot. Noch nicht. Danke. Mein Onkel hilft mir gerade ein bisschen. Der Typ von der U-Bahn? Ja. Und er ist außerdem der Prowler. Lange Geschichte. Aber lol, wer sieht mich Warte, denn da, Mann? Der Prowler? Ja, dann der ist auskalten. Ey,
einmalige Sache. Dein der Schreiter jetzt. Der Prowler. Wahnsinn, Mann. Also, echt Wahnsinn. Ich habe einfach gerade einen Server wahrscheinlich kaputt gemacht. Ich erklär's dir später. Oh, das hat's gesessen. Ich glaube, das ist der letzte ist. Wer so kurz in der Luft noch über das Ding rüber klettert. Alles alle? Du musst dich beeilen, Neffe. Ich versuche die Kameras und den Alarm abzuschalten, damit nicht noch mehr kommen. Zerstöre die Kabel über den Ventilator, dann stopp. Danke. Mist. Du musst dein Wort und Stille halten. Ja, weiter mit dem Kabel. Ja. Jetzt sollte eigentlich der Ding langsamer werden. Die Batterie ist fast leer. Bitte nicht explodieren. Super. Ah, nice. Okay. Das ist eine schnelle Ladefunktion. Video. Hier ist es. Okay. Das Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung, ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nuform-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3, 2... Für wen? Das war ich nicht! Wirtschaftssabotage, Rick. Glücklich? Niemand interessiert sich für ein paar kranke Leute oder einen toten Ingenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! Nein, nein, nein! Ich kann stoppen! Ich kann stoppen! Ah! Nein! Das ist ein Bastard, Alter. Ah! Rick! Rick, nein! Nein! Finn! Nicht in Sinn! Jetzt haben wir mit den falschen Leuten mal wieder angelegt. Hier drin ist noch jemand. Findet ihn. Rick wollte Menschen retten. Und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum? Du hast das Handy. Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer. Wie kriegen wir das hin? Deine Hilfe. Bitte. Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Danke. Genau wie der Generator draußen! Oh, lol. Riesig! Was machst du da? Oh, shit, Alter. Okay? Du musst sofort da raus, Mann. Kannst du laufen? Ja. Du musst den Flur runter. Los! Oh, no. Ich erschließ gerade. Oh, die Bioelektrizität kickt ja. Das Handy. Ja. Kaputt. Miles, melde dich, Kleiner. Bist du okay? Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Ah, okay, jetzt passt wieder. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon, ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Na, jetzt kommen die Leute mit den Schildern. Zurück! Wir nehmen dich in Gewahrsam! Das glaube ich nicht. Sie sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen die? Studieren, verhören, keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Oh! Ich kann feuern!
Oh, lol. Okay. Na, Gewehr. Oh, lol. Ach, wie der Tisch zerklungen ist. Das System hat mich rausgeworfen. Gib mir eine Minute. Ich hol dich da raus. Oh, lol. Gib mir das Schild. Und jetzt sollte er eigentlich zur Bombe werden, oder was? Das war super coole Tarntechnik. Das. Ja, toll. Keine Sorge, wir erledigen die Kerle. Ja, der klebt da. Oder auch nicht. Oh shit. Komm. Und tschüss. Ach du Scheiße, Mann. Wir müssten auf jeden Fall zwei sein. Zurück, Kietenwerfer. Oh, lol. Oh, und er hat mal schon aber wieder einen Spanner da beim Fenster rein. Vertraue niemandem und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxxon sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Ja. Nicht nur deshalb. Erwischt. New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Ja. Nein, das wird sie durchschauen. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. Ja, das stimmt. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte... Er unterstützt als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht eine Familie. Du weißt, was zu tun ist. Ist ihm eigentlich nicht kalt mit dem Anzug? Das ist ja ziemlich dünn. Das heißt, ich will mir die Eier abfrieren. Na Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.